Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner OneFootball. Holt euch die App über den ersten Link in der Videobeschreibung zum kostenlosen Download. In dieser Folge wartet unter anderem die Wintertransferphase im Verbund mit dem letzten Gruppenspiel der Champions League um Platz 1 gegen Tottenham und viele weitere Dinge, unter anderem, wie entwickelt sich aktuell eigentlich Alexander Neumann. Das ist der Spieler aus der Jugend damals, was ein absolutes Top-Talent war. Und damit auch, Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zur nächsten Folge der BVB-Karriere. Es neigt sich eventuell dem Ende zu, wenn man bedenkt, dass man dieses Jahr die Champions League gewinnen kann. Nur dann beenden wir die BVB-Karriere. Das meintet ihr in den Kommentaren. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, schreibt es genauso wieder in die Kommentare. Lasst gerne auch ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Folgt mir zudem auch gerne auf Instagram. Und ansonsten wartet eigentlich nichts mehr weiteres auf dem Intro auf euch. Aus dem Intro auf euch. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und deshalb heißt es Facecam Client. Wir starten direkt rein, denn es ist einiges zu tun. Angefangen mit der Arminia aus Bielefeld in der Liga, dann danach eine Woche später Hoffenheim. Englische Woche gegen den HSV und Union Berlin. Vier Mannschaften, die man eigentlich allesamt simulieren kann. Gegen die Spurs zum Abschluss spielen wir aber in der Gruppe, denn das zeigt die Tabellenkonstellation. Platz 1 ist für uns drin, wenn wir dieses Spiel nicht verlieren. Ja, dann sind wir auf Platz 1, bekommen dementsprechend bei einem sicheren Weiterkommen. Das kann uns keiner mehr nehmen. Ja, einen Zweitplatzierten aus einer anderen Gruppe, und das ist eigentlich in den meisten Fällen immer das einfachere Los. Wobei, die besten 16 stehen im Achtelfinale und es wird alles andere als einfach. Nach dem Dezember heißt es Wintertransferphase und auch hier nochmal das Derby gegen Schalke. Es ist diesmal zu Hause im Signal Iduna Park, Leipzig oder auch der DFB-Pokal. Soweit aber, glaube ich, werden wir noch nicht kommen. Zu der Frage aus dem Intro und zudem auch aus einer Frage von euch in den Kommentaren ist hervorgegangen. Alexander Neumann, schau mal bitte auf die Entwicklungen. Mittlerweile hat er eine 79. Soll ich irgendwas veranlassen? Ja, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Eine 79 plus 3 hochgegangen mittlerweile bei den Gunners. Das ist schon bemerkenswert. Eigentlich hatten wir die defensive Taktik so ziemlich ausgeglichen. Ihr meintet aber, zu unserem System, unserem Spielstil, passt Pressing nach Ballverlust. Das werde ich auf jeden Fall anpassen. Danke dafür. Zudem soll ich nach Mannschaften wie Leverkusen oder Gladbach schauen und dort eventuell mögliche Top-Talente zu uns lotsen. Denn der BVB ist dafür bekannt, auch oftmals liga-intern einzukaufen. Genau deshalb werde ich erstmal bei Leverkusen schauen und auch bei der Borussia aus Mönchengladbach, wobei ich hier sagen muss, man wird nicht wirklich fündig. Ja, Max Sens, Kakberé, den können wir noch mitnehmen. Außer ihm ist es aber tatsächlich nur noch Dominik Mitrovic geworden. Ganz anders bei der Werkself. Angefangen bei Florian Witz haben wir hier Zip, Rein, Subasi, wir haben Paulinho und Durato und genauso auch ein Kommentar von euch mit Christos Zolis. Ja, das ist ein Grieche, allerdings sagt Pauk aktuell nein, verkaufen kommt nicht in Frage. Ein Riesenkandidat ist auch Renato Sanchez und ein Kommentar von euch ist auch, Renato Sanchez wäre so geil. Dementsprechend natürlich behalten wir den im Hinterkopf. Kamavinga gucken wir mal, aber ich denke, individuell wäre schon auch mal ein Transfer von Sanchez so ein bisschen für eine große Abwechslung so einer Karriere ganz passend. Würde ich einfach mal behaupten, lassen wir aber erstmal noch in den Sternen stehen und dann gucken wir jetzt erstmal volle Konzentration auf die Liga, Champions League und dann Wintertransferphase. Viel Rotation ist tatsächlich gar nicht möglich. Es ist diese Mannschaft, weil auch draußen, egal ob Zagadou, egal ob Aarons und wie sie nicht alle heißen, die sind kaputt. Ja, nur Aarons ist jetzt auf der Rechtsverteidigerposition für Atal. Er ist nicht bei 100%, aber trotzdem noch immer fitter als Atal. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass es trotzdem reicht. Ja, danach warten die Spurs jetzt erstmal auf der Alm. Arminia, es wird ein 0:4. Diaby, Neuhaus, Reyna und nochmal Gio Reyna. Ein absolut dominantes Spiel mit einem sehr, sehr guten Endstand und 4 Toren zugleich ohne Gegentreffer, heißt es, wir gehen mit gestärktem Rücken rein gegen die Spurs. Es geht also ins Tottenham Hotspur Stadium bei heiterem Wetter. Auch da meintet ihr, solange der Winter ist, könnte ich den Ball farblich anpassen zu einem roten Ball. Ist eine richtig gute Idee. Solange das Wetter aber heiter ist, werde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Reus, ja, anstelle vom linken Mittelfeldspieler Diaby, zuletzt auch Torschütze. Und ansonsten noch dann Axel Zagadou in der Innenverteidigung anstelle von Dennis Zakaria. Das sind die einzigen Änderungen. Ich freue mich auf dieses Spiel. Es geht um Platz 1 und von daher ist es nicht nur irgendein Schaulaufen. Anstoß für die Gastgeber, Harry Kane, der Kapitän, ist dafür verantwortlich. Von links nach rechts, das Stadion ist voll. Ja, beide Teams sind sicher durch. Also man könnte auch erwarten, dass man sich abspricht auf das Unentschieden. Beide bleiben auf ihrer jeweiligen Position der Gruppe. Wollen wir aber nicht, ja. Es gibt hier keine Absprache, es gibt nur einen Weg und der führt hoffentlich nach vorne und zu sehr vielen Toren in dieser Partie. Haaland, hier ist Sancho. Die erste Annäherung direkt von uns. Haaland, da ist Guerrero. Nochmal Haaland und außerhalb vom 16er probieren. Es ist der schwache rechte Fuß, aber die Chance lebt und das 1:0 auch. 5. Minute, schnörkellos und es läuft einfach wie am Schnürchen aktuell. Man muss gar nichts machen und falsch machen kann man schon zweimal nichts. Es ist das 1:0, es läuft perfekt und damit für die Spurs natürlich alles andere als rund. Ja, die brauchen mindestens 2 Tore, die müssen dieses Spiel gewinnen. Vorarbeit Reus hat sich also gelohnt, auch ihn in die Startelf zu pushen und damit Rafael Guerrero, Minute 5, Tor Nummer 2 für ihn schon in der Champions League. Ein langer Ball für Jadon Sancho, 13. Spielminute. Ach nee, die 13 ist die unserer Punkte und unten ist Haaland.
Und die Flanke, die leider nicht gut genug ist, es wäre die 10. Spielminute gewesen. Wir machen ein bombastisches Spiel, aber auch die Spurs wachen so langsam aber sicher auf. Die Engländer verstecken sich nicht mehr nur defensiv, versuchen auch ein bisschen was nach vorne zu tun mit Onana im Tor. War ja auch ein heißer Kandidat, ja wirklich eine lange Zeit bei uns. Es ist dann ja Strakosha geworden und mit dem sind wir mehr als nur zufrieden. Und Tottenham versucht sich hinten raus zu kombinieren. Wir pressen, wir stehen hoch. Danke dafür, die Taktikänderung trägt auf jeden Fall Früchte. Nächste Möglichkeit, Marco Reus, Haaland in Position. Und oben Sancho, der auch bereit stand. Aber gut, die Defensive steht jetzt auch hier. Es ist tatsächlich ein Spiel, das sich immer mehr neutralisiert. Das findet hier im Mittelfeld statt. Jetzt aber mal dann Axel Zagadou, Haaland und natürlich hier den Wunsch, wieder direkt das nächste Tor erzielen zu können. Das ist gut. Die Chance lebt noch. Marco Reus und das nötige Glück ist diesmal auf seitens von Aurier, der also durchgekommen ist, genauso wie Harry Kane, über die Mittellinie und Mats Hummels, der erstmal hinterherläuft. Das Duell beider Kapitäne entscheidet hier erstmal der Spurs für sich, aber dann ist Theo Hernandez da, die Kugel wieder bei uns und es ist ein Durchschnaufen. Es ist aber auch irgendwie eine ganz zähe Partie. Ödegaard zusammen mit Haaland. Oh mein Gott, wir kommen immer so weit, aber dann ist es tatsächlich die letzte Reihe, der letzte Spieler, vielleicht auch der vorletzte, der uns da einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt aber wieder Balleroberung, Ödegaard, die Kugel auch wieder weg. Ja, im Mittelfeld sind wir aber präsent und bis auf die eine Ausnahme mit Harry Kane auch in der Defensive absolut souverän. Jetzt verschätzt sich Atal mal im Laufduell gegen Reguillon und dann Axel Zagadou steht in der Luft. Ja, und wenn Reguillon vorne ist, fehlt er natürlich auch hinten und deshalb eine Lücke bzw. viel Platz für Jadon Sancho. Wir haben aber auch hier kaum Anspielmöglichkeiten. Wir probieren es mit der Flanke und Aurier köpft das Ding ja Richtung eigenen Keeper, allerdings bewusst übers Tor auf Kosten eines Eckballs. Flanke, Onana ist da, hoffentlich auch hier Ödegaard und dann Jadon Sancho und der Ball am Tor vorbei. Lange hat es gebraucht, aber das ist die nächste Großchance im Spiel. Wiska, ehemals Pajakse hier, ist durch, hat die Übersicht und findet Giovanni Lo Celso und der in der 37. Spielminute das Tor zum 1:1. Ist es verdient? Nicht unbedingt, aber trotzdem, es ist okay, sagen wir es mal so. Theo will in den Zweikampf und dann völlig überhastet, kommt da nicht ran. Keine Abstimmung zwischen dann Axel Zagadou und Mats Hummels und dementsprechend die Riesenlücke und auch ein Ding der Selbstverständlichkeit für den Argentinier, der trifft zum 1:1. Die Spurs sind wieder da und noch fehlt nur ein Tor, dann wären sie Gruppensieger. Haaland, jetzt eine Einzelleistung. Romagnoli ist zum ersten zumindest da. Neuhaus verplempert das Ding dann auch. Atal aber hält das Ganze nochmal aufrecht. Das ist wieder gut gespielt, aber auch wieder Endstation. Also ich glaube, es ist jetzt so gewesen, dass das Tor natürlich hier Flügel verleiht und die Spurs besser in die Partie kommen. Das haben sie zuvor auch schon gemacht, aber wir hatten die Stabilität, hatten auch irgendwie das Abgeklärte bei uns, das Clevere, das uns jetzt fehlt. Heung-min gegen Strakosha und dann ist es Harry Kane, der denkt, nein, die grätschen beide rein, dann lupfe ich das Ding und in der Situation ist das wirklich das Beste, was er machen konnte. Kein Zagadou, kein Mats Hummels. Ja, und hier sehen wir im Laufduell, Hummels ist einfach zu langsam. Keine Chance und dann hier abgebrüht, Weltklasse gemacht, aber auch zuvor von Heung-min Son. Uneigensinnig, dann das Ding in die Mitte in der 44. klingelt und ich schaue doof aus der Wäsche, weil ich nicht weiß, wie das passieren konnte. Kurz vor der Pause, binnen kürzester Zeit drehen die Spurs ein Spiel, das man eigentlich nicht drehen konnte. Zweite Halbzeit, wir starten also rein. Verzeiht mir das Licht, das fällt ein bisschen blöd mitten ins Gesicht, aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich habe keinen Bock, den Rollladen direkt zuzumachen und dann hier die Softbox anzumachen. Von daher müssen wir es irgendwie so provisorisch jetzt über die Bühne bekommen. Ja, genauso wie, dass wir irgendwie noch mindestens den Ausgleich hier erzielen. Theo Hernandez im Alleingang und dann der Flankenversuch und im letzten Moment ist Lindelöf mit dazwischen. Ja, die 56. Minute, die Zeit tickt natürlich gegen uns und läuft uns auch so ein bisschen davon. Aber aufgeben kommt für uns gar nicht in Frage. Haaland, Neuhaus, 60. Minute, wir sind mal wieder im 16er und haben die Übersicht. Aber wieder mal unseren Meister in André Onana gefunden. Heung-min Son in der Defensive mehr gefordert als vorne. Wir machen Druck, wir pressen, wir stehen hoch, zwingen den Gegner zu genau solchen Bällen, müssen dann aber die daraus resultierenden Situationen für uns einfach besser nutzen. Oben ist wieder mal Haaland, vielleicht eine Einzelaktion. Oben ist Marco Reus. Es ist so schwierig, weil die Spurs das machen, was sie am besten können. Und das ist die Defensive. Ja, Konterchancen, die jetzt natürlich daraus resultieren. Logischerweise, das ist vorne mal wieder Harry Kane, wir aber dazwischen. Aber ja, ich sag mal, das Tempo fehlt. Ja, die ganze Power fehlt im Allgemeinen. Aber jetzt mal Ödegaard. Einzelleistung gegen Lindelöf. Martin Ödegaard. Und dann braucht er zu lang für den Abschluss. Lindelöf ist wieder mal da. Das dürfen wir uns eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Die nächste Möglichkeit lässt nicht lange auf sich warten. Sancho. Sancho. Der Ball muss zurück auf Marco Reus. Und dann ist Emil Höybjerg da. Die 72. Minute. Eine zweite Halbzeit, die von Anfang bis dato Ende, ja, von uns komplett dominiert wird.
Aber ja, einen Ertrag sehen wir nicht, ja, denn das sehen wir an der Anzeigetafel. Die 2 steht bei den Spurs und nicht bei uns. Jetzt vielleicht mal Kontermöglichkeit. Haaland, der ist doch schneller als Alessio Romagnoli. Haaland ins lange Eck und jetzt klingelt's endlich. 77. Spielminute. Selten war ein Tor verdienter als in dieser Situation. Wir kommen runter, wir haben das Tor und wechseln direkt unseren Stürmer aus, denn jetzt sind wir nicht mehr unter Zugzwang, sondern übergeben das Zepter wieder mal an die Spurs. Der Ødegaard, der taut langsam aber sicher auf, gewinnt ganz wichtige Zweikämpfe jetzt auch hier, behält die Kugel tatsächlich noch. Wir brauchen Anspielmöglichkeiten, unter anderem Isak und wieder mal Romagnoli. Das Stellungsspiel der Verteidiger der Spurs, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Muss man neidlos anerkennen, wir haben doppelt gewechselt. Sancho raus, genauso Theo Hernandez, dafür Max Aarons hinten links gekommen und genauso auch Mohamed Ihattaren auf den Flügel für einfach nochmal ein bisschen mehr Frische. Die Spieler sind alle kaputt. Eine englische Woche folgt auf die andere und jetzt wollen wir den Deckel draufsetzen, denn natürlich sind wir nicht mehr da und wollen hinten alles aufmachen. Marco Reus, ein bisschen Glück und wir haben die Kugel noch immer. Das ist Lindelöf, wir machen weiter Druck, denn jetzt sind die Konterchancen da, wenn die Spurs aufmachen, wonach es aktuell noch nicht aussieht. Aber trotzdem, die Lücke da ist. Heung-min Strakosha geht im rechtzeitigen Moment wieder zurück und der Ball ist tatsächlich gehalten und das ist so wichtig, weil wir dadurch vielleicht die 3 Punkte bzw. den Gruppensieg hier nur festmachen. 3 Punkte sind es ja nicht. Flanke, Ødegaard wieder mit dabei. Ja, und jetzt war's das. Die Nachspielzeit läuft. Das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Höljak mittlerweile mit vorne dabei. Zagadou auch wieder. Das ist die letzte und entscheidende Grätsche in diesem Spiel. Es war qualitativ auf Augenhöhe. Wir hatten mehr vom Spiel. Trotzdem muss man auch die Souveränität in der Defensive der Spurs loben. Und im Endeffekt ein 2-2, was in Ordnung geht, was wir mitnehmen und was uns gleichzeitig den Gruppensieg sichert. Gegen Hoffenheim nochmal in Bestbesetzung, weil ich glaube, dieses Spiel ist eher wichtiger, also hat eine viel höhere Priorität, um dann danach gegen den HSV etwas schonen zu können. Ja, Hoffenheim auf Platz 6, die spielen auch noch oben mit. Wir gehen in die Schnellsimulation, wollen das ganze Thema hier hoffentlich souverän über die Bühne bringen. Es ist nur ein 2-2. Zakaria, Adams, Sigurdsson und dann ist es Haaland zum Glück noch mit dem Punktgewinn für uns, was aber auch bedeutet, wichtige Punkte, die uns fehlen im Kampf um die Meisterschaft. Im Volksparkstadion können wir weiter oben dran bleiben. Bellingham, Mount, genauso ist Isak neu in der Startelf, wir haben Zagadou und genauso auch Aaron. Es muss was passieren. Nochmal patzen, eigentlich verboten, denn es sind nur 2 Punkte auf die Münchner. Wenn wir zuvor gewonnen hätten, wären wir da tatsächlich gleich auf. Es ist hier der Sieg und das, obwohl wir nicht mal in Bestbesetzung unterwegs waren. Wieder Zakaria, Max Aarons trifft auch und Lammers noch zum Anschluss. Ich meine, der war sogar mal bei Atalanta oder ist das aktuell in der Realität? Kam aus der Eredivisie. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich falsch liegen, verbessert mich in den Kommentaren. Es ist tatsächlich passiert. Wir grüßen wieder von der Spitze in der Bundesliga. Bayern hat gepatzt und hat verloren gegen Leipzig, ja, auch die sind noch mittendrin im Titelrennen. Das ist aktuell ein 4er-Kampf, vielleicht sogar respektive 5er-Kampf mit der SGE, RB Leipzig, Hertha BSC Berlin und dem deutschen Rekordmeister neben uns. Wir wollen natürlich den Titel wieder. Ich meine ja, in der ersten Saison waren wir im DFB-Pokalfinale, haben das verloren, waren im Champions-League-Finale, haben das verloren und dafür aber als kleine Entschädigung die Meisterschaft geholt. Das wollen wir wieder schaffen. Ja, wir stellen zusammen mit Bayern und Leipzig die beste Offensive und stellen, das ist unser alleiniges Stellungsmerkmal, sage ich jetzt einfach mal, die beste Defensive bisher hin, haben die beste Differenz, das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt wartet Union Berlin und mit einem Sieg, ja, und gleichzeitig natürlich dem Verbleiben auf Platz 1 sichern wir uns die Herbstmeisterschaft und das ist die halbe Miete bisher hin. Und wir starten in die lange Simulation. Ich halte euch über alle wichtigen Highlights natürlich auf dem Laufenden, das Team ausnahmslos in Bestbesetzung. Warum? Man könnte meinen, gegen Eisern Union kann man doch ein bisschen schon, mache ich aber nicht, denn wir haben danach, glaube ich, einen knappen Monat Pause. Die Spieler dürfen sich nochmal rauspowern, die dürfen nochmal alles rausholen, was nur geht, um im Endeffekt dann natürlich die Pause zu genießen und gleichzeitig die Transferphase abwarten zu können, um dann auch im Derby gegen Schalke zu Beginn der Rückrunde wieder richtig reinstarten zu können. So schnell kann es gehen. Maciejski ist der Torschütze in Minute 19. Wir machen das Spiel, hatten bereits einige Annäherungen, treffen aber nicht. Einmal auch unglücklich abseits und dann heißt es mit dieser Statistik hier, es ist der erste Schuss, das erste Tor und Union führt bei uns beim BVB. Für mich eine Premiere, verletzungsbedingter Wechsel. Das erste Mal in der langen Simulation hatte ich noch nie. Sancho muss leider raus, kann nicht weitermachen und damit fehlt natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber ich glaube, es kommt am günstigsten jetzt, wo man danach einen knappen Monat Pause hat, als irgendwann anders. Und ich glaube sogar ohne gegnerische Einwirkung, denn das Spiel läuft daraufhin direkt weiter. Theo Hernandez, die nächste Möglichkeit. Wir tasten uns ran. Allerdings, der Ertrag ist nicht da. Ja, und wem erzähle ich das? Ihr wisst ja Bescheid. Nächste Chance. Wieder einer dazwischen. Wir greifen jetzt ein ins Spiel. Mussten ja bereits verletzungsbedingt einmal wechseln. Isak kommt rein für Erling Haaland und genauso geht Neuhaus und Gio Reyna kommen dafür ins Match. Ja, 4-5-1.
1, wir ändern die Formation, haben noch eine gute Viertelstunde, um das Ding hier zu drehen, was passieren muss, denn ansonsten ist die Herbstmeisterschaft natürlich gegessen. Aber oben hat man direkt mal eine Möglichkeit über Marco Reus, dann hat man hier die nächste Anspielmöglichkeit mit Gio Reyna, zurück auf Reus, das ist Guerrero her, der die Kugel erstmal übernimmt, dann haben wir die Yabi, es ist alles unfassbar eng, Ball trotzdem noch gefährlich im 16er, vorne ist Isak, ohne Abseits und das 1-1, 77. Minute, ich habe nur auf den Linienrichter geschaut, ich habe einfach geschossen in der Hoffnung, dass er reingeht, habe aber irgendwie doch mit dem Pfiff gerechnet, ich meine aber unten, ja genau, da hebt das auf, ja, weil wir ja zuvor nach vorne gegangen sind und dann steht er da, eigentlich mit dem Rücken zur Wand, mit dem Rücken zu Tor, aber dann trotzdem mit dem schwachen linken Fuß ist das Ding da und er verwandelt ihn ins lange Eck zum 1-1, der Ausgleichstreffer ist da, wir wollen aber nicht nur den, sondern noch mindestens ein weiteres Tor. Und das könnte auch funktionieren, weil wir wieder mit Isak vorne sind und der Pfosten rettet dieses Ding und dann ist er drin, 80. Minute, Eisern Union bringt sich um den Ertrag, binnen 3-4 Minuten, das ist zu einfach, das ist gut gemacht und dann hauen wir rein und der Keeper an den Pfosten und dann, oh mein Gott, ist das bitter. Ich weiß gar nicht, ist das Hübner, der den Ball dann hier vom Pfosten an den Keeper abfälscht? Ja, ungewollt. Und dadurch ist der Weg frei. Ja, es ist gar kein Problem. Isak, Doppelpack, der erste in dieser Saison. Es bedarf 3 Minuten, um dieses Spiel zu drehen und die Herbstmeisterschaft womöglich zu sichern. Aber noch ist das Spiel nicht zu Ende. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich noch alles offen ist. Gio Reyna wieder auf der Außenbahn. Und in der Mitte haben wir Diaby, Ødegaard, ein zweiter, noch ein zweiter. Marco Reus ist kein Abseits. In der Mitte Isak, Dreierpack, Hattrick. Ja, und es bedarf tatsächlich hier zusammengerechnet von der 77. meine ich war es ja, bis zur 89. 12 Minuten und Isak dreht komplett auf und das ganze Spiel zu einem 3-1, wo wir irgendwie Tiki-Taka noch spielen. Das hier verdächtig abseits eigentlich, aber dann wohl doch nicht. Ja, ich vertraue dem CPU. Es ist Saisontor Nummer 3, 4 und 5 für Alexander Isak in der Bundesliga und es sind die wichtigen 3 Punkte, die Union sowas von nicht verdient hat, beziehungsweise wir halt aus der Sicht nicht verdient haben, weil sie eigentlich stark gekämpft haben und auch in der Simulation nie nachgelassen haben. Die Möglichkeiten waren da, sie hatten auch hier nochmal eine gute Annäherung, aber das 3-1 dann auch, weil sie einfach stehen K.O. sind. Alles in die Waagschale geworfen, dann das Gegentor zum falschen Zeitpunkt bekommen. Kann man ein Gegentor zum richtigen Zeitpunkt bekommen? Nicht unbedingt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und dann ist es leider komplett bergab gegangen. Leider für Union, zum Glück natürlich für uns. Die Wintertransferphase ist also mittlerweile komplett in der Tür angekommen. Also in den Startlöchern, Mason Mount verlässt den Verein per Vorvertrag zu Tottenham. Ja, unser ehemaliger Gegner. Dann haben wir hier Herrenwehen, die sichern sich die Dienste von Floris Jonker. Ihattaren wechselt hier zum VfL Wolfsburg und Gonzales zum SSC Neapel. Was zum einen bedeutet, wir haben jetzt knapp 220 Millionen auf dem Konto. Zum anderen aber auch, dass der Kader immer kleiner wird. Wir hatten Glück. Adeyemi und Morey sind jeweils von ihren Laien zurückgekommen. Das könnten wir sehr, sehr gut gebrauchen, gerade auch für die Primetime, die natürlich jetzt dann erst im Laufe dieser Zeit ansteht. Und dann haben wir auch noch ein Angebot von Chelsea. Ja, Reus möchte gehen. Wir können da aktuell nichts dran rütteln. Zudem hat er einen auslaufenden Vertrag, den er nicht verlängern will. Wir hatten Glück, das Angebot von Chelsea noch vor der Wintertransferphase, was bedeutet, wir würden noch Ablösesumme kassieren. Deshalb habe ich akzeptiert und jetzt warten wir ab, ob die Blues genauso natürlich auch die Einigung mit dem Spieler selber finden. Übrigens ist die Diagnose dann bei Jadon Sancho auch da. Ausgekugelte Schulter. 8 Wochen bedarf das ganze Zeit, um mal wirklich wieder bei 100% zu sein. Das ist aber okay. Wenn alles gut läuft und seinen normalen Verlauf nimmt, ist er zur wichtigen Phase wieder zurück. Eigentlich haben wir gar keinen Grund, großartige Spieler zu kaufen. Wir machen es aber trotzdem. Kamera lassen wir mal noch verliehen. Sollen wir den zurückholen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Genauso wäre nächstes Jahr. Den könnte man auch zurückholen. Ich würde mich freuen. Dann hat man aber Gio Reyna und ihn und natürlich auch noch immer die Möglichkeit, dass man sagt, man holt Alexander Neumann mit zurück. Das ist aber tendenziell das, was ich am ehesten machen würde, denn die Saison könnte so verlaufen, wie wir uns das vorstellen. Champions League Finale und dann will ich den einzigen Jugendspieler, der den wirklich größten Schritt gemacht hat, auch auf jeden Fall würdigen und mitnehmen. Entwicklungsplan bedeutet, rechtes Mittelfeld ist seine Stammposition, wir haben keine Flügel mehr und dann ist er als Backup geplant. Also eine Position, die man damit schon mal wieder kompensiert hat und trotzdem ist der Wunsch natürlich noch immer da, dass man im Winter was macht und Renato Sanches ist da ein richtig heißer Kandidat. Die anderen Spieler übrigens sind jetzt nicht ganz so stark. Florian Wirtz, ja, auf den hätte ich Bock. Zollis wäre auch eine Möglichkeit, aber Pauk lässt den nicht gehen. Paulinho auch in Ordnung, könnte man sich auch Gedanken machen. Mitrovic erst kürzlich beim Verein untergekommen. Subasic genauso, beziehungsweise Subasi ist ja, glaube ich, hier der Name. Der sagt mir gar nichts. Roberto Duarte
Jurado vielleicht einer aus der Jugend, Hakimi vermutlich zu teuer und auch gar kein Bedarf und Kamavinga ist halt irgendwie so Standard, dementsprechend soll es schon Renato Sanchez werden. Übereinkunft mit dem FC Torino bei 75 Millionen, wir haben das Geld und scheuen uns natürlich auch nicht ein bisschen mehr zu zahlen, bei uns gibt es mehr Gehalt, Renato Sanchez kennt die Bundesliga, kehrt zurück und kehrt auch natürlich seinem ehemaligen Club, dem FC Bayern München, den Rücken und hier will er jetzt vielleicht auch so für ein Stück weit Revanche bzw. Rache sorgen, hab ich eigentlich auch nichts dagegen. Bei allen anderen vier Spieler, Kakwere, Wirtz, Paulinho oder auch Durado, lasse ich euch einfach mal entscheiden, genauso wie die Möglichkeit, dass ihr weitere Spielervorschläge reinschreiben könnt, wobei die von Kakwere ist auf jeden Fall dann auch mal wieder eher Vergangenheit, ja, gehört der Vergangenheit an. Wirtz wäre eine Möglichkeit, fände ich auch geil, gerade wenn Marco Reus geht und ich meine, das könnten wir auch tatsächlich machen oder brauchen wir individuell genau diese Spieler, die den Unterschied machen oder halt eher Spieler in der Breite, die dann, sage ich mal, eingewechselt werden können. Das entscheidet ihr. Lasst das mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Und um dann nicht länger Zeit zu verschwenden, ist das nochmal der Blick auf unser Team und genauso natürlich auf den kompletten Kader. Was soll man ändern? Was muss man ändern? Sanchez kommt auf die Bank, Adeyemi vermutlich genauso und Neumann geht dann mit drauf. Marco Reus wird noch gehen. Das warten wir jetzt noch ganz kurz ab und dann könnt ihr daraufhin natürlich die Entscheidung treffen, was passiert als nächstes. Wir haben 144 Millionen, haben ein weiteres Ziel erreicht und sind natürlich auch Herbstmeister, was auch eine ganz wichtige Trophäe ist. Jetzt amtlich, Marco Reus verlässt den Verein leider zum FC Chelsea, aber es blieb uns nichts anderes übrig, auslaufender Vertrag, Geld haben wir noch mitgenommen und jetzt wisst ihr ja, was Sache ist. Wir haben knapp 160, vielleicht sogar 170 Millionen, um einzukaufen. Was soll passieren? Viel? Vermutlich eher nicht. Ja, einzelne Spieler dürfen kommen und das schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare. Damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.